Hallo Römer, liebe Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Sniper Elite 4. Erstmal, sorry, dass gestern kein Part kam. Es tut mir leid. Ich hab's, verpeilt. Und nicht wirklich geschafft. Ich bin erst wieder viel zu spät aufgestanden, weil mein Schlafrhythmus einfach komplett im Arsch ist. Ist komplett broken. Und dazu kommt dann noch, dass der Part heute ein bisschen kürzer sein wird, weil gerade ist eine Pizza im Ofen und, ich werde auch bald streamen und so, deswegen muss ich mich ein bisschen, ich sag jetzt mal, ja, beeilen. Halt. Oh. Da könnte ich eigentlich... Wenn ich wüsste, wie viele Gegner, das sind 2 Gegner, okay. Wo? Fuck. Scheiße, die wissen jetzt, dass ich hier war. Da kommt einer. Sprinte doch. Oi. Kann ich jetzt mal bitte... Kann ich die nicht plündern? Nö. Okay. Aber... Wie es aussieht, ist momentan noch alles fit. Und es kommt kein weiterer her. Das heißt, ich bin recht safe, vielleicht? Die Leiche liegt ein bisschen doof da. Besser. Die Leiche hier eigentlich auch, ne? Müssen wir die auch nochmal ein Stückchen weiter hier hinbringen? So. Hab ich denn noch... Ja, das war F, ne? Ja. Alles klar. Noch einen bitte. Gibt's hier irgendwie Verbände oder so, die ich mitnehmen kann? Scheint nicht so. Alles klar. Und ich bin wieder aus der Deckung raus. Beziehungsweise ich bin wieder unerkannt, sag ich jetzt mal. So, ich würde das hier gerne markieren. Mal gucken, wo muss ich... Da drin ist der Hauptmann wahrscheinlich. Nee. Erstmal hier runtergehen. Sehe gerade aber auch niemanden. Ja, wo sind die Leute? Irgendwo da ist einer. Hä? Ach, da! Ach, die deffen sich gerade. Oh. Ja, gut. Kann ich irgendwie... Nicht in dem Busch da sprinte. Okay, er ist jetzt weg. Sprinte ich jetzt in den Busch hier? Oh, da kommt der Hauptmann. Da ist der Hauptmann. Das ist mein Ziel. Da ist der, okay. Ich glaube, dann mache ich das so. Kann ich nicht irgendwie... Meint ihr, das funktioniert? Wenn ich das so mache? Shit! Haha! Ich habe mich einfach selbst umgebracht, weil ich zu nah an dem Truck stand. Oh shit. Okay. Der war gut, ey. Nicht persönlich, ne?
So, was muss ich jetzt machen? Ah! Einfach nur da runter von der Insel fliehen. Alles klar. Dann machen wir das doch mal. Sie haben mich auch nicht. Sie haben mich nicht mal entdeckt, Alter. Woohoo! Easy! The main. Unter Dach und Fach sämtliche Kameras zerstört. Räume den Checkpoint. Ah, den habe ich nicht geholt. Ja, gut, das stimmt. Okay. Buschklopfer. Herausforderung? Achso. MP-Vorherrschaft. Nur die Harten kommen in den Garten. Taumelterror, verdeckter Killer. Um wahrscheinlich gar nicht entdeckt zu werden. Kopftreffer, Genauigkeit. Okay. Aber nice, wir haben die erste Mission geschafft, Leute. Wir sind Level 3 aufgestiegen. Okay, cool. Nahkampf-Marodeur. Okay. Nächste Mission, Dorf Bitanti. Wir bleiben, glaube ich, bei normal. Haben wir jetzt irgendwie mal einen Schalldämpfer oder so auf einer Waffe? Ich hätte gerne irgendwie einen Schalldämpfer. Rückstoß. Genauigkeit. Kann ich nicht irgendwo einen Schalldämpfer oder so? Reichweite, Mündungsgeschwindigkeit. Ne, das sind alles andere Updates. Oder habe ich hier vielleicht doch irgendwo einen Schalldämpfer drauf? Kein Plan. Ne, das ist alles Schaden und so. Upgrades halt. Hier kann ich auch nichts sonst mitnehmen. Ich glaube, ich nehme hier. Noch was anderes mit. Unterschall-Pistolenmunition. Unterschall-Gewehrmunition. Ich kann nur zweimal mitnehmen, okay. Ja, gut, dann lassen wir das. Fähigkeitenbaum. Ah, okay. Feines Fadenkreuz. Absehen. Ich glaube, ich bleibe beim Standardfadenkreuz. Charakter auswählen? Nee. Schließt du die Mission ab? Ach so, okay. Gut, Leute, dann würde ich sagen, starten wir die neue Mission. Im Dorf Bitanti. Das klingt doch schon mal. Ja, eigentlich interessant, ne? So in einem Dorf eine Mission machen? Haben wir irgendwie ein bisschen was von Hitman. So, nur dass du nicht so krass stylesmäßig da durchgehst, sondern halt schon ein bisschen aggressiver rangehen kannst. Aber theoretisch musst du ja. Immer wieder in Sacchellini. Andreas Kessler. Genialer Raketenwissenschaftler. Pionier der Lenkflugrakete. Schürzenjäger. Trinker. Besessener Nazi. Kesslers Fachgebiet sind Langstreckenraketen. Aber das SOI vermutete Probleme mit der Funksteuerung. Die Zerstörung der Orchidea beweist, dass wir falsch lagen. Sehr falsch. Die Orchidea war ohne Zweifel ein leichtes Ziel für einen Test. Aber wenn die Nazis über lenkbare Langstreckenraketen verfügten, würde das den Kriegsverlauf auf den Kopf stellen. Laut US-Geheimdienst, dem OSS, ist Kessler in Süditalien, vermutlich protegiert von einem Nazi-General namens Heinz Böhm. Ich wurde in die Küstenstadt Bitanti entsandt, um unseren OSS-Kontakt zu treffen. Angesichts der bevorstehenden Invasion Siziliens war es wichtig, die Pläne der Nazis zu lüften. Alles klar. Oh. Wo sind wir? Hier sind wir und wo müssen wir hin? Wir haben noch kein Ziel. Okay. Oh doch, okay, das ist unser Ziel. Rotfuchs an Mutterhenne. Rotfuchs an Mutterhenne. Ich höre Sie, Rotfuchs. Ein US-Aufklärungsflugzeug hat am Stadtrand einen Sendeturm ausgemacht.
Der Funker muss ausgeschaltet werden, bevor er Verstärkung rufen kann. Und der Scharfschütze auch. Ende. Hab verstanden. Ende. Alles klar. Finde den Funker, bevor die Verstärkung ruft, töte den Scharfschützen. Also am besten erst den Funker holen, wie es aussieht. Alles klar. Funker ausfindig machen, der ist hier oben. Wir können auch erst den Scharfschützen töten. Dann lasst mal erst zum Scharfschützen gehen, würde ich meinen. Nee, warte mal, wo sind wir denn? Achso, okay. Wir fahren jetzt erst dahin. Okay, Mission starten. Alles klar. Oh. Okay. Eine Bootsfahrt, die ist lustig. So komplett obvious, einfach mit so einem Boot anfahren, mit so einem Motorboot. Alles klar. Komplett obvious. Jetzt haben wir auch wieder unseren Punkt. Okay, wir starten doch hier unten, okay. Wir müssen also... Hauptquartier ist hier. Hier ist der Friedhof. Ich muss das Hauptquartier der Partisanen finden. Angeblich befindet es sich im unteren Teil der Stadt und vermutlich liegt es gut versteckt. Sophia, die Anführerin der Partisanen, genannt der Engel, sollte dort auf mich warten. Ja, aber das sollen wir als letztes machen, oder? Nee. Mal sehen, ob ich das Hauptquartier der Partisanen finden kann. Oh, da oben ist einer. Den können wir uns snacken, Leute. Randböschen. Ich hoffe nur, dass der andere das dann nicht mitkriegt. Okay, wir müssen noch kurz warten, bis der andere sich irgendwie ein bisschen weiter weg bewegt hat. Nein, 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 bleib doch hier! Oh, du dumme Nutte! Bist du immer noch im Gange? Wie lange rum? Oh, Scheiße. Sollten Sie ausräuchern? Die Geduld des Kommandanten ist am Ende. Die werden Sie bald. Das Boot macht eine Annäherung über den Strand nicht leichter. Hä? Okay, wie mache ich das jetzt am besten? Ja, da muss ich umdrehen. Ja. Ich will nach Hause. Naja, hast du das gehört? Boah, schön. Schön, schön, schön. Aber ich glaube, der hat mich dann gehört, der andere. Hat er nicht? Okay, lol. Ah, schön. Alles klar. Kannst du ihn hier reinlegen? Bringt das was? Ich glaube eher nicht, oder? Aber ich glaube, hier dürfte man eigentlich... Hier dürfte eigentlich nichts gesehen werden. Hinter den Fässern so. Oder eher dahinter? Mitnehmen... Ja, hierhin kann man den gut legen. Alles klar, Leute. Das hätten wir. Da sind nochmal zwei. Gleich links. Irgendwo da. Wo sind ein paar mehr? Jetzt sind es vier. Alter, hab ich mich gerade erschrocken. Die sind da unten. Okay. Kann ich mich hier unten eigentlich safe lang bewegen? Also hier oben meine ich. Ey, von wem?
zu! Von dem Scharfschützen oder wie? Alles klar. Lol. So, da ist meine Position. Ich würde sagen, dann verstecke ich mich hier irgendwie. Heil mich einmal. Scheiße, jetzt wissen sie, dass ich hier war. Hier gibt's nichts mehr zu finden. Treffsicherheit. On point, Leute. On point. So, hier war meine letzte Position. Einmal nur durchgehen. Okay, da unten sind noch zwei. Scheiße, das Boot. Ich glaube, ich gehe einfach mal hier hin. Und mein Essen ist fertig, Leute. Passt perfekt. Denn jetzt wollte ich hier den Part beenden. Nice. Ja, ist wie gesagt... Lol, warum hat sich gerade mein Internet geöffnet? Seht ihr gerade nicht, aber okay, mein Browser hat sich geöffnet, alles klar. Ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein!